auf Kreis, das habe ich geändert und Powerslide auf L1. Das hat den Zweck, dass man den Controller natürlich dann so halten muss, mit den beiden Fingern vorne dran, ne? Dass man einmal hier Gas und dann Boost, ne? Und dann Bremsen oder hier Powerslide, ne? Das hier kann man halt schön machen. Ich fand das immer besser als hier irgendwie mit den Tasten hier oben drauf, weil du musstest springen, dann irgendwie Boost und so. Das hat nie so für mich gepasst. Deswegen habe ich das hier vorne dran gemacht, da man theoretisch schön so gleichzeitig das gut machen kann. Ich fand das vom Gefühl her einfach besser. Was habe ich denn sonst noch hier geändert, was vielleicht, geändert werden sollte? Nämlich Kreis und Viereck sind jetzt hier, dass ich die Luftrolle rechts und Luftrolle links. Das bedeutet, ganz klar, ne, wenn ich jetzt hier springe und Viereck drücke, rolle ich mich nach da. Wenn ich nochmal und nach Kreis drücke, dann rolle ich mich halt nach da. Das hat den Zweck und den Sinn dahinter, dass ich natürlich auch in der Luft mich hier kontrollieren kann. Ich kann das noch nicht, also ne, nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, kann ja Airroll. Nein, kann ich nicht. Da bin ich noch dabei zu lernen, aber ich glaube, mit dieser Einstellung ist es möglich, nicht sich zu